Die Arbeitslosigkeit in Kärnten ist weiter im Steigen. Und auch in Zukunft kommen auf den Arbeitsmarkt einige Herausforderungen zu. Bei einer Pressekonferenz in Klagenfurt wurde über die Gründe dafür gesprochen und neue Zukunftsperspektiven diskutiert. Über 23.300 Menschen in Kärnten beziehen ihr Geld vom Arbeitsmarktservice. Allein im März ist die Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Vorjahr um 1,7% angestiegen. Im Jahr 1 nach der Krise ist die Arbeitswelt eine andere geworden. Erstens einmal, man muss sich von der Dauerstelle das ganze Leben verabschieden. Ich glaube nicht, dass es heute noch viele Jugendliche geben wird, die ihr ganzes Leben im selben Beruf verbringen werden. Und damit kommt sofort das zweite Thema. Ich muss mich darauf einstellen, dass ich mein ganzes Leben nicht aufhören werde, etwas dazu zu lernen. Auch innerhalb von Unternehmen ist die Weiterbildung ein Muss. In Unternehmen ist es so, dass jetzt vermehrt komplexe Weiterbildungen, Höherqualifizierungen gefragt sind. Sei es im technischen Bereich, aber auch im persönlichkeitsbildenden Bereich, EDV. Aktuelle Beschäftigungsprognosen sehen nicht allzu rosig aus. Zu rechnen ist mit einem weiteren Stellenabbau. Von unseren Befragten haben jetzt 9% gesagt, sie werden Personal aufbauen und 13% haben gesagt, sie werden Personal abbauen. Das heißt, wir haben da dieses Verhältnis von -4%. Leider derzeit. Gute Chancen gibt es trotzdem für qualifizierte Facharbeiter und Akademiker im technischen Bereich.